Gibt es denn Klimawandel überhaupt? Wie aussagekräftig sind die Modelle? Und welche Maßnahmen wirken der Klimakrise wirklich entgegen? Dr. Gunter Sperker, Klimakoordinator vom Land Salzburg, hat für uns die Antworten. Klimamythos Nummer 1. Klimawandel macht doch nichts. Gut, wenn es wärmer wird. Grundsätzlich ist nichts schlecht daran. Also ich habe es auch lieber warm als kalt und nass. Aber wenn man sich unsere Prognosen oder Szenarien anschaut, dann haben wir die Wahl, jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts haben wir gesehen, zwischen einem Klima, wie es der Gardasee heute hat oder wie es Palermo heute hat. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir ein Klima haben wie Palermo heute, dann wissen wir, dass unsere Ökosysteme dem einfach nicht folgen können. Das Problem an sich ist nicht der Klimawandel, ist nicht die Erwärmung, sondern es ist die Geschwindigkeit, in der das vor sich geht. Wenn Sie denken, bis Ende des Jahrhunderts sind wir im Wesentlichen ein Baumleben oder weniger als ein Baumleben entfernt. Und wir wissen, dass Fichten, Buchen, Tannen in einem sizilianischen Klima ganz sicher nicht gedeihen können. Das heißt, die Natur wird sich nicht so schnell anpassen können. Auch das, was wir sozusagen noch in der Hand haben in Richtung Klima-Gardasee, klingt aufs Erste sehr verlockend, aber wir müssten dann auch damit rechnen, dass wir die entsprechenden Niederschläge in relativ kurzer Zeit kriegen und unsere engen Alpentäler sind einfach nicht in der Lage, diese Niederschlagsmengen aufzunehmen. Klimamythos Nummer 2. Ich allein in Salzburg kann doch gar nichts ausrichten. Heute ist es nicht einfach, sich klimafreundlich zu verhalten. Wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, sind üblicherweise Produkte, die klimaschädlich hergestellt wurden, die nicht umweltfreundlich sind, billiger und leichter zu kriegen. Das heißt, Sie als Konsumentin, ich als Konsument, haben einen ziemlichen Aufwand, alleine wenn Sie an Ihren Einkauf im Supermarkt denken, sich klimafreundlich zu verhalten. Ähnlich ist es in der Mobilität. Es ist völlig absurd, dass ich um 9,90 Euro nach London fliegen kann und vielleicht auch noch das Retourticket dabei habe. Und ich zahle ein Vielfaches davon, wenn ich mit dem Zug nach Wien fahren will. Das heißt, Aufgabe der Politik aus meiner Sicht ist es, klimafreundliche Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Aufgabe von Ihnen und mir ist es, die Politik dabei zu unterstützen und das dann auch umzusetzen. Und ähnlich ist es im Bereich Gewerbe und Industrie. Das, was uns gewerbetreibende Industrielle immer sagen, ist, wir brauchen primär Planungssicherheit. Wenn wir wissen, der Ölpreis steigt so und so, dann können wir uns Alternativen überlegen. Wir brauchen langfristige Sicherheiten bei Förderungen. Und ich glaube, nur in diesem Zusammenspiel kann es gehen. Also einseitig zu sagen, das sollen die Konsumentinnen machen, die sollen sich endlich so verhalten oder das sollen die Politikerinnen richten, so wird es nicht funktionieren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wie sieht die Welt in den nächsten Jahrzehnten aus? Wenn wir so weitermachen wie bisher, sagen uns alle Szenarien, dass wir uns weit, weit über die 2 Grad hinaus bewegen. Wir würden uns dann wahrscheinlich gegen Ende des Jahrhunderts in einer sogenannten 4-Grad-Welt wiederfinden. 4 Grad heißt mittlere globale Temperatur. Das heißt in der Spitzentemperatur 10 Grad, 15 Grad mehr. Das heißt für Salzburg, unsere Spitzentemperaturen in der Stadt Salzburg würden nicht mehr bei 33 Grad liegen, sondern bei 45, 47, 48 Grad. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was dann passiert. Es würde zu einem großflächigen Kollaps unserer Wälder und Ökosysteme kommen. Es würden insbesondere Hochwasserereignisse, Rutschungsereignisse, Muren massiv zunehmen. Und das würde mittel- und langfristig auch unser Lebens- und Wirtschaftssystem massiv gefährden. Was sind konkrete Maßnahmen, mit denen ich im Kleinen etwas zum Klimaschutz beitragen kann? Auch das ist letztlich sozusagen Teil eines gesellschaftlichen, demokratischen Diskurses. Letztlich ist es so, man kann unter den Menschen verhandeln und sagen, wer muss welchen Beitrag leisten. Mit der Physik kann man nicht verhandeln. Das ist ähnlich wie mit dem Coronavirus. Mit dem Coronavirus kann man nicht verhandeln. Man kann nur sagen, welche Maßnahmen sind für wen tragbar und angemessen. Jetzt ist es so, bis 2050 spätestens muss unser gesamtes Wirtschaftssystem dekarbonisiert sein, wie es heißt. Das heißt, wir müssen
im Wesentlichen ohne fossile Brenn- und Treibstoffe auskommen und die Senkenwirkung, also Aufwuchs, Moore, Naturierung und so weiter nützen, aber das muss bis zur Mitte des Jahrhunderts in einem Gleichgewicht stehen. Daraus kann man sich dann ausrechnen, okay, wie viel steht uns dann eigentlich zur Verfügung und das muss man aufteilen. Aber natürlich, wenn Sie es in der Hand haben, Ihr Heizsystem von fossil auf erneuerbar umzustellen, wenn Sie in der Lage sind, auf Elektromobilität oder öffentlichen Verkehr umzusteigen, das sind zwei ganz wesentliche Schritte. Aber auch hier wieder, wie ich vorher erwähnt habe, das muss Hand in Hand gehen. Ich kann von niemandem verlangen, dass er den öffentlichen Verkehr nützt, wenn der nicht fährt. Ein dritter ganz, ganz wesentlicher Punkt, und da sehe ich eigentlich die meisten direkten Handlungsmöglichkeiten für Konsumentinnen, ist der Bereich Ernährung und Bekleidung. Da kann jede und jeder von uns etwas machen und da gibt es eigentlich die einfache Faustregel, regional, saisonal und nach Möglichkeit bio. Und wenn Sie das befolgen, dann sind Sie auf der Ernährungsseite schon einmal relativ gut, vorausgesetzt, Sie essen sehr wenig Fleisch. Also unsere Vorfahren hatten den schönen Brauch des Sonntagsbratens, da gab es einmal in der Woche Fleisch. Ich möchte auch niemandem seinen Schweinebraten vermiesen, aber wir müssen einfach in der Intensität sozusagen runter. Tipps rund um die Themen Klimaschutz und Energiesparen finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung oder auf der Seite vom Land Salzburg unter www.salzburg.gv.at.